Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ich mit Spielern über die Chance Fußballstipendium Amerika spreche, bekomme ich immer wieder eine Frage. Ich werde immer wieder gefragt, rückblickend, wie stehst du heute zu deiner Entscheidung, dass du mit einem Fußballstipendium rübergegangen bist, dass du aus der Regionalliga raus bist und ja, den Schritt nach Amerika gegangen bist? Und ich sage dann immer, es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Einmal muss ich dazu sagen, es war nicht immer einfach, also von der Familie weg zu sein, in ein fremdes Land zu gehen, eine neue Sprache mehr zu lernen und in Englisch zu studieren, ein neues System reinzukommen, sowohl von der Uni her, aber auch vom Fußball. Es war nicht immer einfach, klar, aber rückblickend, ich weiß, dass mich das als Mensch weitergebracht hat. Ich weiß, dass ich mich dadurch entwickelt habe, als Spieler, als Mensch, aber natürlich auch als akademisch, dass ich einen Abschluss gemacht habe an einer Uni. Und deshalb weiß ich, dass mich die Zeit so viel gelehrt hat. Also einmal, ich habe so viele Erfahrungen gemacht, die ich wohl mein Leben lang nicht vergessen werde. Wenn ich daran denke, dass ich mit einem Auto komplett durch Amerika gefahren bin, so einen Roadtrip gemacht habe, wenn ich an die, ja, an die Saisons denke, wo wir teilweise zu den Spielen geflogen sind, wo wir vor mehreren tausend Zuschauern gespielt haben, wo wir ins National Tournament gekommen sind. Ich habe hier jetzt noch das T-Shirt an, wo wir einfach so nochmal ja, sowas bekommen haben, einfach weil wir ins Turnier eingezogen sind. Generell, ja, von den Kleidung her, ich trage immer noch die Kleidung meiner Uni sehr, sehr gerne, wo ich auch sehr viel bekommen habe. Es waren einfach, ja, rundum waren so viele Erlebnisse, so viele Erfahrungen, so viel, was ich bekommen habe, was, wie ich gesagt habe, was ich mein Leben lang nicht vergessen werde, was mich als Mensch sehr geprägt hat. Und gerade auch die Zeiten, wo es vielleicht auch mal nicht so einfach war, wo vielleicht es beim Fußball gerade nicht so lief oder wo man natürlich auch anstrengende Phasen in der Uni hatte oder wenn man mal auch länger von zu Hause dann weg war oder keiner von der Familie dann zu Besuch kam. Klar waren da immer wieder Phasen dabei, die nicht einfach waren. Aber rückblickend weiß ich, dass, ja, dass das eine der schönsten Zeiten meines Lebens war und dass ich davon ja, bis zum Ende meines Lebens auch noch profitieren werde. Deshalb, wenn ich gefragt werde, ob, ja, ob es die richtige Entscheidung war, dann sage ich immer zu 100%. Es gibt immer Phasen, wo natürlich auch, oder andere Sachen, wo man vielleicht auch mal mit dem Trainer nicht klarkommt. Das haben wir auch schon bei vielen Jungs erlebt. Oder wo man sich mal verletzt oder wo irgendwas passiert. Aber ich sage dann immer, das kann natürlich auch in Deutschland passieren. Und diese Erfahrung, mit einem College-Stipendium nach Amerika zu gehen, die nimmt einem keiner mehr. Die wird einem so viel bringen, auch als Mensch, dass ich immer sage, hey, probiert es aus. Und ja, das wollte ich dir einfach mit diesem Video mitgeben, weil das eine Frage ist, die ich sehr, sehr oft bekomme. Wenn du noch eine Frage hast oder irgendeinen Kommentar hast, schreib ihn gerne unten rein. Du kannst mich oder uns auch gerne persönlich anschreiben und ja, wenn du mehr Interesse daran hast oder einfach nur neugierig bist, über meine Erfahrungen auch zu hören, wir können sehr, sehr gerne sprechen. Ja, was ich dir nur mitgeben kann, ja, informier dich einfach unverbindlich, weil du hast eigentlich nichts zu verlieren, du hast nur sehr viel zu gewinnen. Auch wenn du dich später vielleicht dagegen entscheidest, aber informier dich wenigstens. Das kannst du zum Beispiel bei uns auf der Website oder auch im persönlichen Austausch. Ich freue mich immer wieder mit Spielern zu sprechen. Bis dahin wünsche ich dir natürlich alles Gute, ob in Deutschland oder in Amerika und bis bald.